Dieser Pakt ist ein trojanisches Pferd. Er soll die Beendigung chaotischer Zustände suggerieren und birgt in seinem Innern unzählige neue Probleme. Frau Merkel, die sich gerade davon stiehlt, will ihre Urkatastrophe von 2015 in einem globalen Migrationsplan verstecken und doch nachträglich rechtfertigen und vor allem für die Zukunft auf Dauer stellen. Deutschland war maßgeblich federführend. Der Pakt transportiert unter falschen Etiketten das Gegenteil dessen, was er vorgibt. Er ordnet oder steuert Migration nicht, sondern weitet sie uferlos und chaotisch aus. Alle bisher ordnenden Instrumente entfallen ersatzlos. Kein Fluchtgrund, kein Asylgrund, keine Qualifikation ist mehr nötig, um einzuwandern. Keine Papiere, ja keine Legalität, nichts. Er propagiert die voraussetzungslose Migration. Er ist nichts anderes als eine verantwortungslose Einladung zur weltweiten Völkerwanderung nach Deutschland ohne Obergrenze. Humanitär ist an Massenwanderungen nichts. Und Entlastung der Wunschzielländer? Unsinn. Andere Länder sind weder willens noch in der Lage, Standards der Versorgung vergleichbar den deutschen einzuführen. Aber bei kritischer Berichterstattung droht der Pakt mit finanziellen Sanktionen, also Zensur. Nichts zeigt besser den Charakter dieses Abkommens und seiner undemokratischen, ja diktatorischen Akteure. In Deutschland ist man da mit Herrn Maas Zensurgesetz schon mal mutig vorangegangen. Bei der Regierung heißt das dann, wir erfüllen die Ziele doch schon. Ja, schlimm genug, meine Damen und Herren. Laut Pakt bekommt jeder, der irgendwie nach Deutschland kommt, Zugang zum Sozialsystem, ohne je beigetragen zu haben. Und wir alle sollen diesen Wahnsinn bezahlen. Unbegrenztes Zuzugsrecht für jeden als Anspruchsrecht für Klimaflüchtlinge. Die Migranten, die müssen bis zum Zielland optimal begleitet und versorgt werden. Hunderttausende illegale Migranten genießen hierzulande schon jetzt, wovon der normale Bürger nur träumen kann, das bedingungslose Grundeinkommen mit fataler Sogwirkung. Millionen wanderwilliger Afrikaner sitzen auf ihren Koffern. Der Pakt verheißt denen die soziale Hängematte, und wir sollen sie aufspannen, moralisch geknebelt durch eine vorgebliche humanitäre Verpflichtung. Bei uns darf der Rentensatz ins Bodenlose fallen, aber 50 Milliarden Euro pro Jahr für Asylforderer. Und diese Ausbeutung, jetzt globalisiert, unendlich vervielfacht. Von Frau Merkel aber wird Souveränität und Interessenvertretung des eigenen Landes, eigentlich ihr Amtseid, als Nationalismus verleumdet. Sie arbeitet gegen die eigene Bevölkerung. Wer diesen Pakt unterschreibt, gehört abgewählt. Migration sei Welle von Wohlstand und Innovation. Dieser Wohlstand beläuft sich auf Kosten von bis zu 50 Milliarden Euro pro Jahr. Als Innovation haben wir die neu grassierende Messerkriminalität und Gruppenvergewaltigung. Nirgends Hinweise auf die massiven sozialen Verwerfungen von Migration. Kontrollverlust des Rechtsstaats, explodierende Kriminalität, Plünderung der Sozialsysteme, uferlose Integrationskosten, verfassungsferne Parallelgesellschaften, Mobbing gegen Andersgläubige, Gewalt und Terror. Braucht irgendjemand mehr davon in Deutschland? Ich denke, nein. Kein Wort davon im Text. Dieser Pakt will betrügen. Deutschland muss seine Entscheidungshoheit wahren, selbst bestimmen, wer herkommt. Dieses gigantische Umsiedlungsprogramm für Migranten jeder Art muss verhindert werden. Bezeichnenderweise sind die meisten Zustimmungsländer keine Zielländer der Migration. Dieser von Frau Merkel angestoßene Pakt, minutiös geplant bei der UN, bei den verneinten Nationen. Es heißt, er sei ein Meilenstein, aber noch nicht der Endpunkt. Das steht da. Wohin geht denn die Reise? Nun, was lesen wir in einer EU-Studie von 2010? Heißt es, Deutschland könne bis zu 274 Millionen Einwohner haben. Schöne neue Welt. Der Pakt verschafft uns dann ein alljährliches 2015 ganz unverbindlich. Denn so soll es in der Union jetzt weitergehen, mit einem ab Dezember kontinuierlichen Weiter-so der absolut konstanten Katastrophe, kurz AKK.